Nervenkitzel auch abseits der Piste. Nicht nur Skifahren stand für die Technikspezialisten um Felix Neureuther beim diesjährigen Überseetraining auf dem Programm. Bergab sollte es für die Jungs zwar auch am Adventure Day gehen, allerdings nicht durch die Stangen, sondern im Sturzflug durch die Schlucht des Nevis River. In der Nähe ihres Quartiers bei Queenstown wagte sich das gesamte DSV-Team an den höchsten Bungee-Sprung Neuseelands. Der Ground Rush beim Nevis Jump aus der Kabine einer Hochseilbahn dauert ganze 8,5 Sekunden. Dann sollte sich das Bungee-Seil wieder spannen, nach gut 130 Metern freiem Fall. Das Bungee-Jumping Eldorado in der Region Otago liegt am Rande der neuseeländischen Alpen auf der Südinsel.